So, die Märkte sind gefallen, es hat ganz schön gekracht und jetzt kommen natürlich schon wieder die ersten Schnäppchenjäger und wollen sich ein paar Aktien reintun, wo sie sagen, okay, die sind jetzt 20% vom Hoch gefallen, manche teilweise 30% und jetzt will ich wieder kaufen. Und es gibt natürlich ganz viele, die machen das über Short Puts. Und wie man das am besten über Short Puts machen kann, darüber sprechen wir jetzt im Video. Also, wir bekommen ganz viel in unseren Coachings, in E-Mails, auf unserer Facebook-Seite, bekommen wir ganz viele Fragen immer, Mensch, wie funktioniert denn das, wenn ich mir mit Short Puts Aktien andienen lassen möchte? Das heißt also, wenn der Markt gefallen ist und ich möchte in Aktien einsteigen mit Hilfe von Short Puts, was muss ich da beachten, wie funktioniert denn das? Klären wir vielleicht erstmal ganz kurz an, wie kann man oder was ist überhaupt der Sinn und Zweck, dass man Short Puts macht und sich dann entsprechend die Aktien andienen lässt. Stellen wir uns vor, du hast eine Aktie und du sagst, die liegt jetzt hier irgendwie bei 50 Dollar und du würdest diese Aktie gern bei von mir aus 40 Dollar kaufen. So, jetzt ist es natürlich so, dass die meisten dann hergehen werden und sagen, okay, ich lege mir ein Limit in den Markt und wenn die Aktie auf 40 geht, dann kaufe ich sie. Geht die Aktie nicht auf 40, sondern dreht bei 41, geht wieder hoch, dann wird das Limit nicht ausgeführt, alles, dann ist es halt einfach so. Der Optionsverkäufer, der geht natürlich her und macht es ein bisschen anders und sagt, okay, ich schreibe bei 40 einen Short Put, erhalte dafür eine Prämie, damit wir es jetzt leicht zum Rechnen haben, sagen wir mal einen Dollar und wenn eben jetzt der Preis am Verfallstag bei 40 oder kleiner ist, dann bekommt er die Aktie eingebucht für 40. Das heißt, er muss für 40 dann die Aktien kaufen, was ja in dem Falle sein Ansinnen ist. Also er sagt, okay, ich will es auch haben. Und jeden Put, den er dann verkauft hat, er hat ja quasi die Pflicht übernommen, vom Käufer des Puts die Aktien zu kaufen. Und dann kauft er eben die Aktien hier für 40, den 1 Dollar Prämie hat bekommen. Das heißt, letztendlich kauft er hier für 39 Dollar. Und wenn eben die Aktie hier bei 41 nach oben wegdreht, naja gut, dann hat er eben hier zumindest diesen einen Dollar verdient. Wie macht man das jetzt aber in der Praxis? In der Theorie hört sich das ja alles sehr einfach an, aber wie funktioniert das Ganze nun in der Praxis? Und da ist es natürlich so, dass man da einfach ein paar Dinge beachten muss. Also, zum einen ist es natürlich so, dass so ein Beispiel wie hier, ich habe bei 50 eine Aktie und schreibe bei 40 einen Put und bekomme einen Dollar, das wird in der Regel nicht funktionieren. Weil wir reden ja immerhin davon, dass die Aktie 20% weg ist und dann wirst du nicht hier irgendwie einen Dollar noch dafür bekommen, sondern nur Centbeträge. Das heißt, es lohnt sich nicht so extrem weit weg zu schreiben, sondern du musst das Ganze tun, wenn die Preise schon gefallen sind. Das heißt, wir machen mal hier eine neue Seite und sagen, okay, wenn also die Aktie hier bei 50 war und fällt eben dann runter irgendwie auf 40, dann musst du diese Puts schreiben, damit du dann auch eine entsprechend gute Prämie bekommst. Und gerade wenn die Aktienmärkte sehr, sehr schnell nach unten fallen, wie wir das jetzt zuletzt gesehen haben, steigt die Volatilität, die Puts werden unheimlich teuer. Und dann hast du natürlich wirklich hier die Chance, vielleicht so einen 40er Put zu schreiben für 3, 4, 5 Dollar. Und jetzt überlegen wir mal, wenn du angenommen, du kriegst 4 Dollar dafür, für so einen Short Put, dann heißt das ja im Endeffekt, dass du die Aktie für 36 Dollar kaufen würdest. Ne? Weil für 40 würde sie dir eingebucht, für 4 Dollar hast du zusätzlich noch Geld bekommen, Prämie, und die kannst du natürlich immer behalten, auch wenn sie eingebucht wird. Das heißt, im Endeffekt kaufst du für 36. Aber, jetzt müssen wir wieder aber sagen, was ist denn hier zu beachten? Nummer 1 ist es natürlich so, als Verkäufer eines Puts hast du die Pflicht, die Aktien zu übernehmen, aber eben nur, wenn derjenige, der den Put gekauft hat, dich dazu auffordert. Und das heißt halt Folgendes. Wenn du jetzt, wir machen mal ein Beispiel. Die Aktie ist jetzt hier runtergefallen auf 40. Du hast einen 40er Put geschrieben und hier ist der Verfallstag. Und jetzt geht die Aktie aber mittlerweile wieder so hoch und endet am Verfallstag bei 44. So, was kriegst du dann für deinen Put eingebucht? Überhaupt nichts. Und es ist sehr, sehr fraglich, ob du sie zu dem Zeitpunkt eingebucht bekommst. Warum? Der Käufer des Puts
hat ja immer das Recht, sie für 40 zu verkaufen. Das heißt, er wird nicht sofort sagen, wenn die unter 40 fällt, ich verkaufe sie mal, sondern es ist ja seine Absicherung. Und der hat natürlich noch dieser Put, der jetzt zum Beispiel hier 4 Dollar kostet, das ist ja Zeitwert, der gehört ihm. Und wenn er jetzt sagt, okay, dann nimm meine Aktien, verschenkt er diese 4 Dollar Zeitwert, deswegen wird er das nicht machen, sondern du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit erst angedient, wirklich am Verfallstag, und das heißt, dann musst du darunter sein. Und wie kann man das jetzt aber machen? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man hergeht und sagt, okay, ich verkaufe in the Money Puts. Klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber stellen wir uns Folgendes vor. Du möchtest die Aktie tatsächlich für 40 kaufen und jetzt sagst du dir, okay, ich verkaufe einen 50er Put, einen 50 Dollar Put, der ist ja im Geld. So, macht das Sinn, den bei 50 zu verkaufen? Naja, Sinn macht es schon. Warum? Auf der einen Seite, der Put muss ja mindestens, oder der, weil es ein In-the-Money-Put ist, muss der aus zwei Dingen bestehen. Nummer 1, Zeitwert, genau wie der hier, also wie der 40er, aber weil er im Geld ist, muss er auch noch aus innerem Wert bestehen. Das heißt, der muss mindestens 10 Dollar kosten, wenn du einen 50er verkaufst und die Aktie ist bei 40. Das heißt, der muss mindestens 10 Dollar kosten und wenn du das mal abziehst von 50 minus 10, kommst du ja wieder auf die 40. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wenn der Preis jetzt hier nach oben geht, zum Beispiel eben wie in dem Beispiel hier bei 44 endet, was hast du dann? Dann bekommst du die Aktien zwar für 50 ins Konto gebucht, und in dein Konto steht dann tatsächlich auch drin, jawohl, du hast für 50 diese Aktien gekauft, aber letztendlich hast du sie ja für 40 gekauft, weil du hast natürlich diese 10 Dollar inneren Wert bekommen, die dann auch definitiv dir gehören. Das heißt, die Option verfällt wertlos, die 10 Dollar gehören dir, plus der entsprechende Zeitwert, und so hast du also auf jeden Fall die Aktien für 40 gekauft, aber wenn sie immer 44 geht, kannst du dir auch sicher sein, dass du sie bekommst. Jetzt gibt es natürlich zwei Szenarien, die passieren können. Nummer 1, die Aktie fällt noch weiter, dann schließt du mit dem 50er Put genauso schlechter wie mit dem 40er. Also angenommen, machen wir wieder ein extremes Beispiel, die fällt hier auf 30, so, dann wird dir natürlich sofort der Verkäufer am Verfallstag die Aktien ins Depot buchen. Hier für 40, hier für 50, aber wie gesagt, hier hast du sie ja letztendlich auch effektiv für 40 gekauft und du bist eben dann 10 Dollar im Minus. So, das ist also bei allen gleich. Was ist der Unterschied? Angenommen, die geht jetzt hier wieder steil nach oben und endet am Verfallstag bei 51, dann hast du sie auch nicht bekommen, ne? Weil wenn du für 50 einen Put hast, dann wird sie dir niemand für 51, wenn sie 51 kostet, dir für 50 verkaufen. Aber was hättest du dann verdient? Du hättest natürlich 10 Dollar Zeitwert verdient, inneren Wert, weil der hätte sich natürlich komplett in diese Aufwärtsbewegung hinein abgebaut. Und deswegen macht es also definitiv Sinn, wenn du unbedingt Aktien haben möchtest und du sagst, okay, jetzt ist so eine Crashphase und jetzt will ich die unbedingt haben, dann macht es also definitiv mehr Sinn zu sagen, jetzt verkaufe ich in the Money Puts, weil dann kannst du dir mit großer Wahrscheinlichkeit auch sicher sein, dass du die Aktien bekommst und du bekommst sie zu keinem schlechteren Preis. Vielleicht ist der Zeitwert ein ganz klein wenig geringer bei dem In the Money als bei dem At the Money, aber das ist wirklich in so einem Falle absolut zu vernachlässigen. Aber du kannst dir halt sicher sein oder mit großer Wahrscheinlichkeit sicher sein, dass du sie bekommst. Und wenn du sie nicht bekommst, also das heißt, die springt wieder hoch auf 52, naja, dann hast du halt wenigstens die 10 Dollar, das heißt 1000 Dollar pro Lot hast du dann wenigstens verdient. Und das entschädigt dich ja dann auch doch, dass du sagst, okay, komm, dann kaufe ich sie eben entsprechend doch. So. Das war es heute mal für eine kleine Lektion in, wie lasse ich mir Short Puts andienen. Wie gesagt, du kannst das nicht bestimmen, du kannst nicht hergehen, also los, ich will die Aktie haben. Das kann immer nur der Käufer des Puts machen und du bist quasi darauf angewiesen, hier den richtigen Strike zu wählen. Aber mit so einer kleinen Hilfe kannst du das eigentlich sehr, sehr gut machen. Das ist keine Aufforderung, dass du jetzt morgen losrennst, alles was du kennst an Short Puts verkaufst, weil jetzt der Markt unten ist. Das weiß niemand, die Glaskugel haben wir leider auch nicht. Aber wenn du das machen willst, wenn du die Aktien anziehen lassen willst, dann machst du auf so eine Art und Weise, weil dann weißt du, dass du damit auf jeden Fall eine sehr große Chance hast, die Aktien entsprechend auch zu bekommen. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt zu speziellen Techniken, wie kann man was machen, gerade in so einer Crashphase, weil wir wissen alle, irgendwann ist die vorbei,
schreibt es uns in die Kommentare und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.